Au. Nee, kommt. Ich habe gerade ein bisschen ein anderes Problem. Gerade mit einer Gondel abgestürzt, falls ihr es nicht mitgekriegt habt. Ups. Da habe ich einen Schuss versemmelt. Verdammt. Was zum... Mist. Leute. Das hätte ins Auge gehen können. Das war sauknapp. Na, mach das Ding auf. Alan, stell dich nicht an. Na also. Gut. Zwei Schuss verballert. Bin so gut. Egal. Weiter. Einfach weiter. Wohnt da hinten jemand? Und wenn ja, zu wie viel Prozent ist er untot? Och nö. Och nö. Nö. Hey. Leute? Jetzt schmeiß ja nicht die blöde Blendgranate, du Idiot. Wow. Die Blendgranate kam in Zeitlupe. Cool. Das war ja scheiße gerade. Okay, wir haben ein Jagdgewehr. Da liegt auch eins. Sehr schön. Aber ich glaube, wir sollten uns beeilen. Ich glaube nicht, dass das besser wird. Jetzt lassen wir die hier einfach fallen und rennen weiter, weil die können da ja nicht durch, solange die brennt. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. So, und hier sind wir in Sicherheit. Schön. Weil die Leuchtfackeln, also ist nicht so, dass sie nichts taugen würden. Aber für den Action-Einsatz, also wenn es wirklich darum geht, dass ich schnell was umlegen muss, ist halt dann doch die Blendgranate deutlich besser oder halt die Leuchtpistole. Ich denke, es macht relativ wenig Sinn, ich glaube, wir sollten schnell über die Brücke, Alan. Ich kann nicht rennen, Alan. Alan, ich würde hier nicht so langsam drüber stolpern. Oh nein, jetzt bleibt der stehen. Was zum... Fuck. Hallo. Das ist aber gut. Puh. Shit, 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 nicht. Musste der mich jetzt echt mit diesem scheiß Wurfding da treffen? Ah, okay, hier sind wir. Ich dachte gerade, wo bin ich? Moment. Moment. Also das hier war schon ganz okay. Das hier eigentlich auch. Nee, komm, probieren wir es nochmal. Eigentlich müsste das klappen. Das hat mich nur gerade ein bisschen überrascht. Lalala. Ein Glück, dass hier jetzt gleich nichts passiert. Was? Da passiert doch was. Einfach so, ohne Vorwarnung. So. Ja.
Mister was? Mann, was soll der Geiz? Oder? Ich meine, wir haben es ja. Wir sind jetzt nicht sparen. Theoretisch. Bis übrigens, ich habe heute... Welche Folge war denn das? Ich weiß es nicht mehr, aber ich habe heute ein paar Folgen fertig gemacht. So von wegen Thumbnail und Titel und so weiter. Dabei ist mir echt eine Folge aufgefallen, wo ich einfach eiskalt an so einer Manuskriptseite vorbeigelaufen bin. Die ist im Video so deutlich sichtbar und ich bin einfach... völlig unkommentiert dran vorbeigelaufen. Ich habe die während im Spiel nicht gesehen. Ich kann es mir nicht erklären. Aber irgendwie muss ich da äußerst unkonzentriert gewesen sein. Na, tritt das Ding weg. Das sieht jetzt aber auch nicht unbedingt einladend aus. Na toll, das noch viel weniger. C. I miss you, Tom. Did you write this? Tom. Wer ist Tom? Ach du Heilige. So, wer will hier drin jetzt Ärger machen? Und jetzt sagt mir nicht niemand. Das hier sieht schon so nach... Was? Hallo? Hat mich da gerade der Stuhl getreten oder was? Oh, den ganzen hier nicht. Oh, eine Schrotflinte wäre jetzt aber auch schön. Mir bricht ja aber nicht gleich die Decke auf den Kopf, oder? Ist einfach zu lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe so ein ganz ungutes Gefühl. Oh Gott. Ja, zur Bergruine gehen, du bist lustig. Ist das hier nicht genug Ruine? Nein, das war so klar. Oh, das war so klar. Warum war das so klar? So, jetzt gehen wir nämlich einfach mal zur Treppe, lassen hier das Ding fallen. Hier sollten wir zumindest schon mal... Wow, fuck! Der kam unerwartet. Ich dachte nicht, dass da oben auch welche sind. Hallo? Ihr könnt euch bestimmt vorstellen, dass es jetzt gar nicht so lustig ist, wenn ihr hier auf mich schießt. Also... halt so Zeug auf mich werft. Kommen die hier rüber? Haha, die kommen hier nicht rüber. So ist es doch angenehm. Zwar ein bisschen feige und vielleicht auch
Arschloch. Vielleicht auch ein bisschen Bug-Using. Ist das Bug-Using? Ach komm. Hey, dieser werfende Typ da hinten, der geht mich so langsam auf die Eier. Komm, 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 komm. Nix mehr auf mich werfen. Hat irgendwie nicht ganz gepasst. So. Gucken wir uns noch die Munition, die da unten liegt. Die Frage ist, eigentlich fällt mir gerade so ein, wieso zum Teufel habe ich die jetzt überhaupt erledigt? Ich hätte einfach wegrennen können. Hätte ich mir einen Arsch voll Munition gespart. Und hätte auch keinen Unterschied gemacht. So, jetzt beim drüber nachdenken. Wobei, vielleicht wären die da unten irgendwo rausgekommen. Was natürlich auch nicht so schön gewesen wäre. So, aber wer ist dieser Tom? Und wer ist CW? War es CW? Ich glaube, es war CW. Aber bin ich jetzt... Ach, das war jetzt die Ruine. Okay, zum Mirror's Peak Aussichtspunkt gelangen. Ich bin unterwegs. Ist das der Aussichtspunkt? Ich sah den Cauldron Lake. Mir kam es vor, als würde ich sehen, wo die Insel und die Hütte mal waren. Ich erkannte ein Licht. Das musste ein Boot sein. Huch, was haben wir denn da oben? Und was haben wir denn hier? Ich war nah dran. Ich musste schnell dorthin. Ich fürchtete, das Schlimmste vorzufinden. Wake! Sind Sie das? Wake! Hey, ich bin hier! Ich komme! Nein! Weg von mir! Tut mir leid! Bitte! Der Boss hat nicht gewusst, mit wem er sich anlegt! Ich hab's nicht gewusst! Ich schwöre es! Ich hab's nicht gewusst! Wir haben seine Frau nicht! Wir wissen nicht mal, wo sie ist! Die ist vermutlich ertrunken! Wir haben nur behauptet, dass wir sie haben, damit er mitspielt, wissen Sie? Damit er für uns schreit. Bitte, bitte! Es tut mir so leid. Bitte! Tun Sie mir nicht weh!